Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Fräulein Elli. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Dieses Mal versuche ich Frischkäse selber zu machen und wenn ihr rauskriegen wollt, wie das geht, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Auf meiner Nachhaltigkeitsreise habe ich echt schon viele Dinge gut im Griff. Im Badezimmer ist bei mir kaum noch Müll anzutreffen. Das hat sich schon richtig gut gebessert. Aber das Thema Küche ist nach wie vor eines, wo ich glaube, dass wir noch sehr viel Müll sparen können. Und ich glaube, der beste Weg, um Müll zu sparen in der Küche, ist, viele Dinge einfach selber zu machen, die man sonst verpackt kaufen müsste. Und da ich ja gerade beim Thema Joghurt mich so ein bisschen eingelesen habe, ist dann tatsächlich mir auch das Thema Frischkäse untergekommen. Und ich sage euch, ich war extrem erstaunt, wie wenig man braucht, um über Frischkäse zu machen. Und das ist total spannend gewesen für mich, weil am Ende braucht man eigentlich nur zwei Zutaten, wenn wir mal ehrlich sind, und zwar Vollmilch und Zitronensaft. Und dann kann das ganze Abenteuer schon beginnen. Ich habe tatsächlich schon einen erfolglosen Versuch hinter mir. Da habe ich Haarmilch genommen. Das würde ich auf jeden Fall euch nicht empfehlen, denn Haarmilch ist ja ultra hoch erhitzt und deswegen sind dann die ganzen Eiweiße, die sich mit dem Zitronensaft quasi reagieren und dann ausflocken, sind dann schon so ein bisschen weg und deswegen wird da ein sehr kleinkörniger, sehr fester Frischkäse draus. Den fand ich nicht so toll. Heute habe ich mal was anderes ausprobiert und das zeige ich euch jetzt im Video, wie ich das gemacht habe, denn diesen Frischkäse, den finde ich jetzt sehr lecker und deswegen machen wir den jetzt heute mal zusammen. Also ihr braucht wirklich nur Milch und Zitronensaft. Ihr könnt natürlich auch andere Zutaten noch hinzunehmen, wenn ihr euren Frischkäse verfeinern wollt mit Gewürzen wie Salz, Pfeffer oder vielleicht auch Kräuter reinmachen oder Olivenöl ein bisschen dazu oder Sahne in die Milch reinmachen, dann wird der ein bisschen fettiger, cremiger. Tatsächlich könnt ihr das machen, wie ihr das möchtet. Ich habe jetzt erstmal nur ganz basic den Frischkäse aus Milch und Zitronensaft gemacht und der erste Schritt ist, dass ihr die Milch quasi in einem Topf erhitzt und man sagt 1 Liter Vollmilch und dann braucht ihr einen Zitronensaft aus einer Zitrone dafür. Ich habe jetzt mal 1/2 Liter Milch erstmal genommen, weil ich ja schon einen Fehlversuch quasi hatte und jetzt nicht so viele Ressourcen verschwenden wollte. Also habe ich 1/2 Liter Milch genommen, den ganz normal in einem Topf erhitzt. Und es ist wichtig, dass die Milch jetzt nicht komplett kocht, aber warm wird, dass dann halt schlechte Bakterien auch absterben können. Ich habe gelesen, 85 Grad wäre die beste Temperatur, also habe ich mit unserem Laserthermometer, das mein Mann fürs Pizzabacken benutzt, immer mal wieder geschaut, wie die Temperatur ist und ansonsten die Milch öfter mal umgerührt, damit die nicht irgendwie unten am Topf festpappt. Und so habe ich dann eben gewartet, bis die Milch soweit war, dass sie heiß genug war und dann müsst ihr eigentlich nur den Zitronensaft hineingeben und dann seht ihr, dass das so ein bisschen anfängt so auszuflocken. Ich würde euch empfehlen, da nicht so viel drin rumzurühren, weil ich das Gefühl habe, dass der Frischkäse besser wird, wenn die Flocken dicker bleiben. Das heißt, macht die Flocken nicht kaputt, rührt nicht mit dem Schneebesen drin rum, rührt nicht besonders viel drin rum. Lasst das Ganze nach ein paar Mal umrühren einfach stehen. Ich habe das 20 Minuten, glaube ich, ruhen lassen, bevor ich das weiterverarbeitet habe. Und dann könnt ihr sehen, dass sich quasi die Molke von dem Frischkäseflocken getrennt hat. Und dann müsst ihr das Ganze halt nur noch auseinanderbekommen. Also eure einzige weitere Aufgabe ist, dass ihr die Molke vom Rest trennt. Und da bin ich einfach hingegangen und habe in ein Haushaltssieb ein Küchentuch reingemacht, also ein ganz normales Trockentuch. Es gibt ja auch so Passiertücher oder ich glaube auch so Käsetücher, wo man das mitmachen kann. Die sind wahrscheinlich ein bisschen feiner und dafür halt ausgelegt. Aber ich fand, mit dem Geschirrtuch hat es auch wunderbar funktioniert. Da würde ich mir jetzt nicht extra was für besorgen. Einfach Sieb, Trockentuch rein und dann die ganze Masse da reinlaufen lassen. Und ihr werdet sehen, dass sich erstmal relativ viel von der Molke direkt schon auch davon dann trennt. Ich habe das Ganze dann nochmal über eine leere Schüssel gehängt, damit das genug Platz hat. Und dann habe ich das auch wieder ungefähr 1/2 Stunde ruhen lassen. Und dann kommt da auch noch ein bisschen Molke mehr unten raus. Zum Schluss habe ich dann das Handtuch nochmal so ein bisschen genommen und so ein bisschen zusammengedrückt, dass dann da wirklich noch überschüssige Molke auch rauskam. Ich habe aber nicht die ganze Molke abgedrückt, so wie ich das beim ersten Versuch gemacht habe, weil das bedeutet, dass das alles sehr trocken wird. Ich habe noch ein bisschen Molke drin gelassen, damit das auch so ein bisschen streichfähig ist und nicht so ultra fest. Und dann habe ich das
als es die Konsistenz hatte, die ich gerne wollte, habe ich das Ganze dann in ein Glas abgefüllt und jetzt habe ich ein Glas, ja, so ein bisschen körnigen Frischkäse und der schmeckt relativ neutral. Ich habe ihn probiert, der schmeckt sehr nach Zitrone, weil natürlich der Zitronensaft so ein bisschen durchschlägt. Ich habe jetzt tatsächlich auf dem Butterbrot dann das Ganze noch gewürzt. Also ich habe da ein bisschen Salz und Pfeffer drauf gemacht und ein bisschen Öl drüber. Das schmeckt sehr, sehr lecker. Ich habe es jetzt nicht im Glas dann irgendwie gewürzt, sondern eben so, wie ich es auf dem Brot haben wollte. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt. Und ich bin froh, dass ich jetzt etwas Neues gefunden habe, was man ganz einfach selbst machen kann. Es hat nicht lange gedauert, es war nicht kompliziert. Und man spart zumindest eine weitere Plastikpackung, weil Frischkäse ist halt immer schlecht verpackt. Es hat so ein Abreißding, es hat einen Deckel. Es ist eine blöde Verpackung, sage ich mal. Und man kann es so leicht selber machen. Und vor allen Dingen hat man auch keine Konservierungsstoffe drin. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das gefunden habe. Übrigens gibt es bei diesem ganzen Prozess ja auch ein Abfallprodukt, und zwar die Molke. Bei der Molke habe ich auch viele Ideen gelesen, was man damit machen kann. Und ich werde jetzt mal ausprobieren, welche davon mir gefallen und welche nicht. Und euch dann im nächsten Short mal die Ideen präsentieren, die ich gerne oder die ich gut fand. Bitte lasst mir auch mal ein paar Kommentare da, ob ihr selber schon mal Frischkäse gemacht habt, wie das funktioniert hat für euch, ob ihr was mit der Molke noch gemacht habt, wenn ja, was. Ich freue mich über eure Ideen, dass ich die dann ausprobieren kann und wir dann vielleicht alle zusammen davon profitieren können. Falls euch dieses Video weitergeholfen hat oder gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder dass ihr meinen Kanal abonniert. Und ansonsten habe ich hier noch zwei weitere Videos für euch. Ich hoffe, wir sehen uns direkt beim nächsten Video wieder und wenn ihr Lust habt, freue ich mich sehr darüber. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste. Tschüss!